Hi, mein Name ist Alexandra. Und ich bin Gregor. Wir beide studieren hier in Innsbruck Pharmaceutical Sciences, ein gemeinsames Studium der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck. Pharmaceutical Sciences, Drug Development und Regulatory Affairs, wie es im Detail heißt, bietet naturwissenschaftlich interessierten Studierenden, wie wir beide es sind, ganz neue Ausbildungsmöglichkeiten. Beispielsweise liebe ich medizinische Chemie. Das Bachelorstudium Molekulare Medizin der MedUni Innsbruck bietet hierfür eine fundierte medizinisch-naturwissenschaftliche Grundlage. Und ich habe an der Universität Innsbruck meinen Bachelor in Pharmazie gemacht und bin gerade an meinem Master dran. Ich studiere also parallel zwei Masterstudien. Nebenbei arbeite ich noch in einer Apotheke, wie es sich für einen angehenden Pharmazeuten gehört. Allerdings habe ich mit meiner beruflichen Karriere ganz etwas anderes vor. Wir beide haben hier im CCB, dem Zentrum für Chemie und Biomedizin, bereits sehr viel Zeit während unserer Studien verbracht. Hier ist nämlich sowohl die molekulare Medizin als auch Pharmazie und Chemie angesiedelt. Das CCB bietet uns die modernsten Räumlichkeiten für Labor und Lehre. Forscherinnen und Studierende wohnen sozusagen nebeneinander. In diesem neuen Masterstudium, welches zur Gänze auf Englisch gehalten wird, stehen wir aber nicht mehr im Labor. Dies hatten wir bereits während unserer Bachelorstudien. Vielmehr vermittelt es uns wissenschaftlich fundierte und praxisorientierte Kenntnisse zur Arzneimittelentwicklung mit speziellem Fokus auf die Arzneimittelzulassung. Das CCB ist sozusagen unser Hauptquartier, wo wir viel Zeit mit Lehrveranstaltungen und mit dem Lernen verbringen. Hier lernen wir wissenschaftliche und regulatorische Aspekte der präklinischen und klinischen Arzneimittelentwicklung, präklinische Anforderungen und notwendige Dokumente zur Zulassung, Sicherheit, Pharmakovigilanz von neuen Arzneimitteln. Auch Marktzulassung und pharmaökonomische Aspekte spielen eine Rolle. Das klingt doch etwas trocken, ist es aber ganz im Gegenteil. Ab und zu verschlägt es uns doch noch ins Labor. Und besonders cool finde ich, dass wir ganz viele externe Lehrende aus Unternehmen als Vortragende haben, welche uns praxisnahe und bezugsorientierte industrielle Ansatzpunkte geben. Aufgrund der geringen Studienteilnehmerinnen und Teilnehmeranzahl ist die beste Betreuung durch die Professoren gegeben. Besuchen wir doch eine Lehrveranstaltung, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt. Hi Professor. Hi Alexandra. Hi Gregor. What is our topic today? So in the next few lessons we will focus on aspects of drug safety that are important for preclinical and clinical drug development. And in other upcoming classes, our experts from regulatory bodies, including the European Medicines Agency, will then discuss more the regulatory aspects of this topic. Great, thanks. You're welcome. Mit der richtigen Ausbildung ergeben sich verschiedene Karrierewege. Gerade mit diesem neuen innovativen Studium habt ihr voll viele Möglichkeiten. Beispielsweise in pharmazeutischen Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen oder in Startups, welche Medikamente entwickeln oder in der Forschung, wo es wahrscheinlich mich hin verschlagen wird. Oder als Berater im pharmazeutischen Bereich bei Organisationen für klinische Forschung. Ihr könnt Forschungslabore dabei helfen, klinische Studien durchzuführen oder in regulatorischen Behörden arbeiten. Ja, dieses Studium behandelt aktuelle Themen, neue Therapien und neue Forschung. Und das kombinieren mit Managementgrundlagen. Dies macht das Ganze super spannend und bildet eine echt gute Basis für eure Karriere. Wir freuen uns, euch bald in Innsbruck zu sehen.